Eines Tages beschwerten sich Besucher des Kulturzentrums Ararase in Brasilien über ein seltsames Geräusch, dessen Quelle unklar war. Die Geräusche klangen wie gedämpfte Schreie und zunächst dachten alle, sie kämen aus einer entfernten Ecke des Gebäudes. Die Schreie klangen wie das Miauen einer Katze, aber niemand war sich sicher. Das Personal durchsuchte das Haus, schaute in jede Ecke, fand aber niemanden. Dann schlug jemand vor, dass die Geräusche aus dem Keller kämen, und leider hatten sie recht. Einige Leute in der Gruppe äußerten ihre Meinung und sagten, wenn die Geräusche wirklich aus dem Betonboden kämen, wäre es besser, die Kreatur sterben zu lassen, wer immer es auch sei. Glücklicherweise gab es ein paar Leute, die diese Idee für verrückt hielten und bereit waren, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation zu retten. Sie kontaktierten das Versorgungsunternehmen, das sofort einige Arbeiter schickte, um die Situation zu begutachten. Die Arbeiter fanden die ungefähre Stelle, an der das Tier begraben sein könnte, und begannen, den Boden vorsichtig aufzubrechen. Dabei entdeckten sie das Rohr und schnitten es ab. Währenddessen wurden die Schreie immer lauter, bis sie schrill wurden. Dann griff der Mann in das Rohr und zog ein kleines Kätzchen heraus. Er drückte das Kätzchen in die Handfläche des Retters und die Zuschauer applaudierten und freuten sich über die gelungene Rettung. Doch die Geschichte war noch lange nicht zu Ende. Auch nachdem das Baby herausgeholt und medizinisch untersucht worden war, hörten die seltsamen Geräusche, die die Menge beunruhigten, nicht auf. Die Retter entdeckten, dass sich noch ein weiteres Kätzchen in dem Rohr befand. Nachdem sie das Rohr vorsichtig aufgeschnitten hatten, konnten sie ein weiteres Kätzchen retten. Aber es waren noch mehr. Die Retter wiederholten die oben beschriebene Arbeit noch einige Male und retteten schließlich vier Kätzchen, die alle an verschiedenen Stellen im Rohr feststeckten. Später stellte sich heraus, dass die Babys eigentlich auf dem Dach des Gebäudes geboren worden waren, aber irgendwie waren die vier Kätzchen in das Abflussrohr gefallen und nach unten gerutscht, bis sie schließlich feststeckten. Die Kleinen hatten Glück, dass Menschen mit guten Seelen sie hörten, sonst wäre es nicht lange her gewesen, dass sie gestorben wären.